Und damit Hallöchen, willkommen zurück hier bei No One Lives Forever 2, beziehungsweise O1 Ifs Forever 2. So, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir zuletzt waren. Wird sich herausstellen. Kapitel 8, die Kunst des Verbrechens. Der Tresor. Ah, Kate hat Harm von ihrer Nützlichkeit überzeugen können und einen Job bei genau der Organisation angenommen, die zu vernichten sie sich geschworen hatte. Eine höhere Sicherheitsbefugnis sollte sie ihrem Ziel ein Stück näher bringen, den Haupttresor. Sie hofft dort, das fehlende Teil des Puzzles zu finden. Ah, ich glaube, wir haben zuletzt einem Gespräch gelauscht, wo sich jemand über seine über die Schwiegermutter beschwert hat, glaube ich. Unglücklicherweise ist der Tresor nur für die hochrangigsten Haar-Mitarbeiter zugänglich. Daher steht die größte Aufgabe noch bevor. Hätte sie doch nur bessere Informationen über die Sicherheitsmaßnahmen, die sie möglicherweise überwinden muss. Genau. Ja. Ich erinnere mich, da ist eine Kamera. Ich erinnere mich genau an diese Stelle hier. Kamerastörer wäre eine Variante. Pumps. Irgendwie ist meine Maus gerade so wahnsinnig schnell hier. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das ein bisschen runterprügeln kann hier. Kleinen Moment. Auf Thurneth. Thurdung. Mouth. Nö, geht nicht. Schade. Na gut. Es war ein Versuch wert. Verfolgerfall, Berührungsfall. Ich hätte gern. Ich würde gerne natürlich möglichst heimlich hier durchkommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Da waren ja zwei menschenähnliche Wesen. Da oben ist einer. Wir haben trotzdem nicht den Britzel Apparillo. Die sehen sich aber schon gegenseitig hier, ne? Das heißt, der oben. Du da! Halt! Ich hab dich! Du hast mich gar nicht, es war der Arm. Ja, sehr gut. Oh, das geht angenehm schnell, das Durchsuchen mittlerweile. Ich frage mich nur ein bisschen gerade, warum ich jetzt hier die Waffe bekommen habe. Oder hatte ich die vorher gar nicht, oder was war da los? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wir haben als Aufgabe Informationen über Projekt Omega aus dem Haupttresor besorgen. Ja, klingt logisch. Klingt nachvollziehbar. Schnellere Durchsuchung ist sehr angenehm. Harm, Memo, Tresorsicherheit. Ich habe gerade die Ergebnisse der letzten Sicherheitsinspektion durchgesehen und war erfreut zu lesen, dass ihre Bewertungen sich in diesem Jahr so dramatisch verbessert haben. Allerdings viel schlechter hätte sie auch nicht mehr werden können, oder? Trotzdem ist es überaus freundlich, auch nur den kleinsten Rückgang ihrer Inkompetenz zu verbuchen. Machen Sie so weiter. Das ist doch mal fröhlich. Da weiß jemand, wie man motiviert. Eigentlich sind sie gar nicht komplett bescheuert, sondern nur ein bisschen. Ich könnte die Leichen immer wegräumen, aber. Also sind ja keine Leichen. Ah, Durchschlag an Bruno Lawry von Kamal Bucci. Irgendwas. Ich danke Ihnen für Ihr großzügiges Angebot. Mein Motiv, Ihnen zu helfen, ist ganz einfach. Ich habe die Schnauze voll. Ich will nicht so tun, als sei ich besonders rechtschaffen, aber vor kurzem wurde meine Tochter Lakshmi geboren. Was ist das für ein Name? Es klingt irgendwie sehr schmierig. Als ich sie das erste Mal sah, war ich von einer solch überwältigenden Liebe und Frieden erfüllt, dass ich weinen musste. Ja, danach wurde Hochwasserwarnung ausgerufen. Danach war es sehr schwierig, zurück an die Arbeit zu gehen und so zu tun, als würde ich das Zusammensein mit diesem Möchtegern-Kriminellen und ihren kleinen Intrigen genießen. Ich habe genug von Abscheulichkeiten. Denn ich habe jetzt eine Tochter. Die ist abscheulich genug. Lakshmi, was ist das für ein Name? Meine Güte, ey. Ich hab die durchsucht. Nenn ich, dass da jemand noch eine Waffe hat von denen. Ah! Was ist das denn? Ach du Heilige, ich sollte speichern. Was geht denn hier jetzt ab? okay. Oh. Was ist das denn bitte für ein Räumchen hier? Okay, da gibt es einmal, ich weiß nicht, ob die Anzeigen irgendwas. Ich komme da niemals. Ach, das sind die Bodenplatten. Achso. Ah! Guck mal, wir haben Wimpern. Vielleicht noch nicht so überzeugend. Meine Güte, was war das denn? Hä? Okay, das löst da den Boden aus, ja. Aslan, er löst. Zum einen ist es tierisch laut. Es löst sich nicht an der Stelle aus, wo ich, also da, wo ich selber bin, löst das ja nicht aus. Wahrscheinlich müssen wir rausfinden, wie man das mit der Reihenfolge nachmachen kann.
Das irritiert mich, dass das sich dann nicht bewegt. Das war schon mal falsch. Moment. Was ist das für eine Aufgabe? Mal ganz ehrlich. Gibt es irgendeinen Geheimschalter oder sowas? Kann man da irgendwas mit machen da oben? Hätte mich gewundert. Das... Wenn ich darüber gehe... Habe ich auch ziemlich schnell Pech. Was ist denn das? Warte mal. Muss ich jetzt quasi die Reihenfolge rausfinden, was als letztes fällt oder was ist das? Hallo? Hallo? Oh. Ja, schön gut. Ja, das hinten fällt ja einigermaßen früh. Ah, was ist denn? Warum sind da oben leuchtende Leuchten? Was soll denn das? Das ist ja hier eine eindeutige. Ah! Doch. Ah, schade, ich dachte gerade, da hinten würde sich nichts bewegen, aber anscheinend doch. Ah. Oh. Das war ein Fehler. Das ist natürlich nett. Nette Idee. Okay. Das heißt, wenn ich das hier an. Wenn ich das hier umschalte. Aha. Meine Güte, ey. Wer denkt sich das aus? Aha. Wie? Warum? Ich weiß nicht mal, welche Frage die richtige wäre. So. Ist das richtig? Ja. Meine Güte, wer macht denn sowas? Hallo? Ein Buch. Ah, das ist immer... Ja, ja, ist ja gut. Das klingt immer, es ist ungesund. Okay, da kann ich jetzt wahrscheinlich schnell durch, hoffentlich. Hi. Meine Güte, was für ein Raum. Wer denkt sich das aus? Vor allem ist das doch laut. Das müsste man noch überall hören. Was? 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 Ah, guck mal. Was? Was geht denn jetzt hier ab? Hä? Kann man das mal bitte jemand erklären, was das sollte hier? Warum kommen wir da? Hä? Ich hab doch nichts gemacht. Ich hab echt nichts gemacht. Warum kommen wir da in so einen Raum mit lauter Hoppelhäschen rein? Hä? Ich hoffe, ihr seid genauso verwirrt wie ich. Nicht, dass jemand sich denkt, ach, das war doch abzusehen. Kennt man ja. Naja, bitte erklären. An Anoop Banerjee von Gibberfiti. Schöner Name. Import von geheimgefährlichen, bösartigen und fiesen Tieren. Zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir bislang nicht in der Lage waren, wilde und tollwütige Wiesel für ihre Todesfalle zu besorgen. Okay, das erklärt einiges. Unser Lieferant sicherte uns zu, dass eine Lieferung aus Kanada unterwegs sei. Bis zum Eintreffen der Ware bitten wir Sie, diese provisorischen Ersatz anzunehmen. Obwohl sie nicht so tödlich sind wie tollwütige Wiesel, können diese Kreatur ziemlich nervtötend sein. Ha, dieses Spiel, es macht mich fertig. Auf eine gute Weise. Das kann sich doch keiner ausdenken, mal ganz ehrlich. Wer macht denn sowas? Ah. Oh, Entschuldigung. Meine Güte, dieses Spiel. Also ich weiß nicht, was die da alles genommen haben, aber es hat sich ausgezahlt. Ach, und das ist der Tresor. Okay. Es scheinen aber Gegner zu sein. Die Kamera ist schon wieder am Ruckeln. Sind doch keine Gegner. Hä?
Ah, habe ich. Da sind Informationen. Ah. Was ist das hier? Oh, Schalldämpfer. Schallgebums des Dingsbums. Ist das eine Schrotflinte? Ah, die Schrot. Ach nee. Nun, mein guter Freund, Projekt Omega ist exakt im Plan. Wir hatten ein paar kleinere Rückschläge, aber nichts, was was Anlass zur Sorge geben würde. Die Welt wird 1966 niemals vergessen. Das Jahr von Omega. Wir werden die Latte der bösartigen Pläne für das Ende der Welt unerreichbar hochlegen. Hier werden keine Latten gelegt, hallo? Also, wann werden Sie mich in der Antarktis besuchen kommen? Ich leide unter einem Mangel an intelligenter Konversation. Wir befinden uns etwa 2 Flugstunden südlich von Ruskaya. Viel zu tun gibt es hier zwar nicht, aber wir haben einen Ping-Pong-Tisch. Das heißt, wir werden in die Antarktis. 800 Fähigkeitspunkte. Habe ich irgendwas, was ich noch auf Stufe 3 hier bumsen kann? Ja, Treffsicherheit. Könnte man machen eigentlich, ne? Munitionstragkraft, ja, ist recht witzlos. Panzerung, ja, können. Was war das hier genau? Bei Waffen. Der Schaden, den sie anrichten, okay. Reduziert die Zeit, die sie zum Nachladen und Waffenwechseln benötigen. Ja. Einsatz von Geräten. Das wäre halt auch eine Sache. Auch eine Sache, ne? Zum Dekodieren und solchen ganzen Kram. Wäre halt auch eine Sache. Oder ich spare mir den ganzen Kram, um die Tarnung mal so ganz komplett hoch zu machen. Das wäre natürlich auch ganz fantastisch. Oder natürlich die Treffsicherheit. Hier, komm, ich mach das einfach mal. Ich will zwar nicht unbedingt so der Wahnsinns-Superschnetzler werden hier, aber wer weiß, wann man das mal braucht. Ist da jemand? Nein. Das Schöne ist, der wird nicht durch den Raum kommen. Der kommt nicht durch den Raum. Hi. Ist das jetzt auch so cool, was ist da los? Ach, das ist, stimmt, das ist gedämpft. Der Raum scheint ausgemacht zu sein. Ich will ja eigentlich niemanden umbringen, ne? Eigentlich. Aber eigentlich lassen die mich auch in Ruhe hier. Ah, hi. Naja, na, die haben angefangen, mal ganz ehrlich. Ja, ist schön. Die haben angefangen. Ah, ich bin tot. Damals war das mit diesen Ruckelei-Einlagen, war das nicht. Ich meine, seht ihr, was da passiert? Ich meine, das war früher nicht. Okay. Ich meine, ich könnte wieder versuchen. Es geht zumindest schneller. Es geht tatsächlich schneller, wenn ich die Betäubungspfeile reinschmeiße. Das geht wirklich schneller. Man lädt halt nur nicht so wahnsinnig schnell nach. Ah, nur ein kleines Fickerchen. Geht das da durch? Nein. Okay, ich bin plötzlich jetzt bin ich sauer. Das ist schön, dass du sauer bist. Solltest du als Zitrone arbeiten? Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Nickerchen. Wahrscheinlich habe ich ein Problem, wenn ich gleich nichts mehr davon habe. Was ist denn mit dir passiert? Alles gut. Der ruht sich nur aus. Ah. Ich habe jetzt genau keinen Schaden bekommen im Gegensatz zu vorher, wo ich nur Schaden bekommen habe. Jetzt fummeln die sich da wieder am Hintern rum. Was machen die denn da? Meine Güte. Die sollen sich ein Zimmer nehmen. Hier sind genug Zimmer. Oh, Leben. Sehr gut. Mal gucken, wie ich da rauskomme jetzt hier. Ob ich überhaupt hier rauskomme. Wie viel Widerstand es geben wird. Im Moment gar keinen. Hi. Gehen Sie zur Straße. Armstrong wartet auf jetzt Sie. Jetzt hab ich los. Dich! Erbarmen! Irgendwo steckst. Die Geräusche sind immer so böse. Entschuldigung. Ah, ja, ist ja gut. Ganz ruhig, Onkel. Ich soll zur Straße, aber wo ist denn der direkteste Weg? Hallo? Ja, ist ja gut. So, kann man hier irgendwo raus? Das wäre ein Träumchen. Och nee, ne? Koste meine Rache! So viele von den ganzen Dingern habe ich ja nicht. Das ist das Problem. Von den Munitionsblöckchen. Jetzt wirst du
leiden. Ja, die müssen gerade mal leiden hier. Aber ganz ehrlich. Ich freue mich schon. Die leiden unter meiner Zielunsicherheit. Dadurch gehen nämlich alle Wände kaputt. Das dürfen die alles wieder heile machen. Dass sie kein Leben mehr haben, das ist was anderes, ja. Oh, dass sie das Finden von Gegenständen macht sich, glaube ich, sehr bemerkbar. Dass wir da entsprechend mehr Krams finden. Ich finde ja überall irgendwelchen praktischen Krempel. Halt! Betäubungsgranate. Ich krieg dich! Hi. Ich hab dich! Gut, du schläfst. Du hast mich nicht. Muss ich hier raus? Aber der ist nicht komplett tot, ne? Hi, das war eine schlechte Idee. Wo muss ich denn hin? Mit Armstrong treffen. Deine Zeit ist abgelaufen! Dann pass auf dich auf! Wie schnell er sich geduckt hat, obwohl er mich nicht mal sehen konnte. Muss ich jetzt hier raus in den Garten, oder was? Ich meine, da sind zu viele Wachen. Du hast das so Wie schnell er bolzen kann! Ich befürchte mal, dass wir jetzt da in dem Bereich irgendwas machen müssen. Weil da war ja vorher zu, ziemlich zu. Ist immer noch zu? Hier, Bombs. Das war daneben. Ich bin plötzlich so müde. Dekodierer bringt mir jetzt genau gar nichts. Machen wir die Kampfschrot, hier komm. Geh durch diese Tür. Sie führt auf die Straße. Ja. Also nett, dass der mir das sagt. So. Das war sehr interessant. Schau her, was du gemacht hast. Ich, das ist doch deine Schuld. Meine Schuld? Du hast eben nicht aufgepasst, wo du hinläufst. Das ist wohl übertrieben. Ich habe wohl einen Moment weggesehen, aber du bist wie ein Irrer um die Ecke gerast. Ich dachte, ich hätte einen Affen gesehen. Ich auch. Darum habe ich mich umgedreht. Na klar doch. Warum sollte ein Affe dich verfolgen? Manchmal riechen sie meine Bananen. Letzte Woche habe ich ein ganzer Haufen von denen angegriffen. Die haben meinen halben Vorrat gestohlen. Hinter meinen Mangos sind sie auch immer her. Anscheinend haben wir einen gemeinsamen Feind, mein Freund. Du glaubst doch nicht etwa... Glaube was? Kann es ein Zufall sein, dass zwei Obsthändler im selben Augenblick an derselben Straßenecke Affen sehen, erschrecken und so zusammenstoßen, dass beide Obstkarren nicht mehr zu gebrauchen sind? Du meinst, die haben das eingefädelt? Diese Bastarde! Vorsicht, mein Freund! Die könnten jeden Moment angreifen! Sie haben Gewehre! Die Affen? Wie? Was? Hä? Ich konnte dem jetzt nicht so ganz folgen. Ist es jetzt eine Affenverschwörung oder was? Hallo? Meine Güte, was haben die vor? Wie zufällig hier die ganze Sache abgesperrt ist. Das ist aber sehr unauffällig. Das ist total schön. Da wird man überhaupt nicht... Was? Achte auf Scharfschützen auf dem Balkon. Was? Ja, achte ich ja. Aber der hatte, glaube ich, eine Shotgun gerade. Ach, guck mal. Die Richtung ist falsch. Wie soll man hier durchkommen? Bombs. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Oh, ich habe einen Säbel. Ja, Scharfschütze ist ja gut. Ist ja gut. Entschuldigung. Was passiert hier? Meine Herren. Hi. Ach nee, nee, oh nö. Was ist denn hier los auf einmal? Die mögen mich, glaube ich, nicht mehr. Also haben sie niemals vorher getan, aber... Jetzt hier lang. Los, achte auf Scharfschützen auf dem Balkon. Ja, ist ja gut. Den Shotgun war nett, aber... Ey, ne Güte, ey. Was passiert hier? Warum sind die... Wie, hier, also hier kann man nun wirklich keinesfalls ungesehen durch... Vielleicht durch, ohne jemanden umzuhauen, aber nicht ungesehen. Keinesfalls. Ich muss mal kurz hier lang. Jetzt bin ich aber richtig wütend. So. Die waren vor allem schon. Täuschst du nicht. Ich bin wütend. Huah! Ey, wie schnell die schießen. Auf. Bitte, bitte Leben dabei haben. Nein.
Irgendjemand kann ich da doch bestimmt noch durchsuchen. Hallo? Kein Leben? Warum habe ich kein Leben? Oh nee! Bin ich tot? Ist ja gut. Wo? Wohl. Ja, schon mal nicht. Ich bin tot. Gut ist es nicht. Das ist äußerst seltsam hier. Hier lang. Los, achte auf Scharfschützen auf dem Balkon. Ja, ich hab schon. Ich hab's verstanden. Ich freue mich schon. Ja, das klappt schon super. Ganz fantastisch. Guck mal hier. Wow, was war das denn? Was ist jetzt denn? Hallöchen aber auch. War das gerade eine Blendgranate oder was? Meine Herren. Was geht denn jetzt ab? Es sind nur noch ein Gemetzel hier. Boah. Nein. Ich brauche Heilung. Da kommt jemand. Kommen jetzt neue nach, oder was? Ich brauche Heilung, hallo. Meine Güte. Ich glaube, durchrushen darf man hier schon mal nicht. Bitte. Ah, schön, dass der runterfällt. Noch leben wir. Ich habe jetzt ein Scharfschützengewehr. Ach, super. Ach, supi. Damit konnte ich zielen, genau. Da hätte man jetzt aber wirklich nicht hier anders durchkommen können. Behaupte ich einfach mal. Das ist schön. Eine gerechte Strafe. Das kannst du gerne machen. Ach nee, ne? Ach, weder nehmen eine Rüstung für mich oder irgendwie Leben. Wehe. Weil das ist gerade ein bisschen viel, was hier passiert. Der hat natürlich wahrscheinlich auch keine Auenrüstung. Oh, wunderbar. Der ist aber schön hier mit dieser Rüstung hier. So eine Heilung vielleicht.